Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island Kapitel 4. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollten zu den Affen, zu den magnetischen Affen gehen. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall was mit dem Ding zu tun haben. Mit unseren letzten Zeugen, um den Affen, die Katze wieder zu beleben. Was heißt wiederbeleben? Zu entstarren natürlich, meine ich. So, lass uns mal das Ding jetzt mit dem Ding benutzen. Ich bin nicht sicher, ob ich Eisen da drauf verschütten will. Okay, das geht also nicht. Aber Affe und Eisen, das wird auf jeden Fall eine gute Kombination geben. Ha. Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich werde dich befreien. Irgendwie. Wir hatten in der letzten Episode ja diese Truhe, die wir aufgekriegt haben mit dem Haken. Kriegen wir das auch auf? Mal sehen, wie das funktioniert. Aha! Los, nichts wie weg von hier! Ist der jetzt in unser Inventar geschlüpft? Tatsächlich, Chucks, der Affe. Ich hab einen Affen in der Tasche und der zieht mein Kleingeld an. Sein Schwanz ist ein Magnet und ich glaube, er braucht einen Kamm. Okay. Ich sag da jetzt nichts dazu. Was passiert, wenn wir das hier und das hier benutzen? Wow, das ist aber ein starker magnetischer Affenschwanz. Und wir haben auch immer noch die Lampe. Hm. Wenn sich auch nur die Katze ein Stück nähert. Ich hätte da vielleicht noch eine... jedes Mal das Neue. Ich hätte da vielleicht noch eine weitere Idee, was wir machen. Also, heute habe ich es raus. Heute habe ich es raus, die falsche Taste zu drücken. Mann, oh Mann, oh Mann. Gehen wir mal kurz zur Katze. Das dürfte natürlich nichts bringen. Warum auch? Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass man einen Affen erst im dramatischsten aller Momente aus der Tasche ziehen sollte. Und das gilt dreifach für einen elektromagnetischen Affen. Wenn wir der Katze Eisen verfüttern würden, was wir hier hätten, und dann den Affen im Gerichtssaal mit ihr benutzen würde, dann würde sie sich bewegen, und zwar Richtung Affe. Würde das was bringen? Und wir haben dieses Katzenfutter-Dings hier. Hinter dir! Ein fünfköpfiger Bonobo! Was? Ich hab nichts gesehen! Tut mir leid, das war wohl ein Wetterballon. So. Jetzt wird die Katze mit Eisen gefüttert. Ach, die arme Katze, die tut mir echt leid. Ich hätte sie ja lieber entlähmt, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Dann gehen wir nochmal hier in die Gerichtsverhandlung und dann benutzen wir mal die, holen wir in Zeugenstand. Wer geht? Oh, Sie sind's. Jo, zurück. Ich würde gerne zum Gericht zurück, um meinen Mandanten zu verteidigen. Aber selbstverständlich. Suchen wir Richter Grindstump. Das Piratengericht von Flotsam Island ist... Ja, ja, beeilen wir uns ein bisschen. Ja, der hat es auch schon so oft gemacht. So, Hemlock. Ich möchte Hemlock McGee zurück in den Zeugenstand rufen. Ich bin hier. Ich möchte Sie da rein. Ja, ja, ich stehe noch unter Eid. Ja, die machen das wirklich. Die verkürzen gerade wirklich das Ganze. Das finde ich gut gemacht. So, was passiert, wenn wir jetzt den Affen mit der Katze benutzen? Euer Ehren, Piraten und anwesende Seeräuber. Hemlock McGee hat behauptet, dass ich es war. Ich, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, der diese schrecklichen emotionalen Narben verursacht hat, wegen derer die arme Miss Pretty Whiskers aus Angst gelähmt ist. Aber ich beweise jetzt, dass es nicht der bescheidene Angeklagte war, der Hemlocks unglückliche Katze traumatisierte, sondern ein viel heimtückischerer Angreifer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gerichtssaal befindet. J'accuse Jacques der Affe. Was? Einspruch! Es gibt keine Beweise für ein Affentheater hier. Nein, fragen wir die Zeugin.
Miss Pretty Whiskers! Sehen Sie, Miss Pretty Whiskers ist wieder auf den Beinen und will Rache, ganz wie es eine gute Piratenkatze sollte. Miss Pretty Whiskers, komm zurück! Wir rächen uns zusammen! Euer Ehren, damit schließe ich meine Verteidigung ab. Herr Staatsanwalt! Naja, mein Klient und mein Beweisstück sind gerade weggerannt. Also muss der alte Stan diesen hier wohl fallen lassen. Gute Idee. Im Fall von McGee und Pretty Whiskers gegen Threepwood entscheidet das Piratengericht von Flotsam für den angeklagten Guybrush Threepwood. Na los, Richter! Machen Sie ihn wegen der Pocken fertig! Zwingen Sie mich nicht, den Gerichtsdiener da hochzuschicken. Sehen wir mal. Fallen gelassen. Unschuldig. Hä? Ja? Herzlichen Glückwunsch, Kapitän Threepwood. Sie scheinen sich von all Ihren Zivilklagen befreit zu haben. Das haut mir den Wind aus den Segeln, Stumpfi. Ich gehe da. Warten Sie! Was ist das? Auf der anderen Seite dieses abgewetzten Papiers scheint sich ein Anklagevorwurf zu befinden. Hä? Körperverletzung mit geschmolzenem Nacho-Käse ist kein Verbrechen? Was haben wir noch? Die Kreation, Inkubation, Dissemination, Proliferation und Mastikation von Pocken oder einer pockenähnlichen Krankheit. Hier auf Flotsam ist das ein Verbrechen erster Klasse. Pocken! Auf was plädieren Sie? Ja, da sind wir aber wirklich dran schuld. Sollen wir uns schuldig bekennen? Nicht schuldig. Mit welcher Begründung? Die Pocken sind nicht meine Schuld, sondern LeChucks. Es hat alles mit dem verfluchten Schwert von Kaflu angefangen, beim Gelato-Felsen. LeChuck machte irgendwas Böses mit Affen und ich war nur... Aber dann hat LeChuck meine Malzbierflasche zerbrochen und ich musste Ersatz für die Zutaten der Voodoo-Lady finden. Und dann wurde LeChuck zu einem Menschen und sein Voodoo machte... Boom! Nun, das ist alles nicht meine Schuld. Euer Ehren, der Angeklagte rudert mit den Armen. Und, das können Sie mir glauben, ich kenne mich aus mit dem Rudern. Aber mal im Ernst. Wir alle wissen, dass die Pockenwolke diese schöne Insel überzog, kurz nachdem der Angeklagte und sein blutendes Anhängsel an unsere Küste gespült wurden. Das war in der Tat ekelerregend. Dann, nachdem sie alle, die in Sicht waren, befallen hatte, verschwand die Pockenwolke auf magische Weise. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, als Guybrush mit dem einzigen Schiff in Flotsam, das er zuvor gestohlen hatte, wenn ich das hinzufügen darf, davonsegelte. Das stimmt! Hey, ich hatte das Schiff anständig und ehrlich gewonnen. Jetzt ist Threepwood wieder hier und so auch die Pockenwolke. Was für ein Zufall. Und gleichwohl steht er hier und tischt uns fantasievolle Geschichten über LeChuck, Voodoo-Schwerter und einen sogenannten Gelato-Felsen auf. Nun, Threepwood, haben Sie Zeugen für Ihre unwahrscheinliche Geschichte? Hab ich. Sie ist... Plünderhäschen! Haha! Haltet ein, ihr plärrenden Belugas! Ich plündere euren Hafen! Bringt mir Beute, Plunder und Tat! Elaine, weniger Plünder, mehr Häschen, bitte! Und du, mein schöner Junge, lass uns in die Kapitänskajüte gehen, wo ich dich verschlingen werde! Oh, Junge! Ach, dich endlich wieder umarmen zu dürfen, das macht mich ganz... Was ist das? Es riecht nach Verrat. Wer ist diese wertlose Dirne? Niemand! Niemand! Meine rostige Klinge wird sie töten! Das war's dann mit meiner Zeugin. Dann muss sie vorgeladen werden. Bailiff, laden Sie die Frau unverzüglich vor! Ja, Sir! Sie sollten Voodoo-Vorladung benutzen. Diese kecke Meereshexe sieht nicht so aus, als respektiere sie das Piratengesetz. Ei, ei, Sir. Oh je. Aber erst werfen Sie den pockenverbreitenden Hintern des Angeklagten wieder in den Bau. Wir müssen Elaine unbedingt von den Pocken befreien. Also du, rühr dich nicht vom Fleck, bis ich deine Kugel und Kette heraufbeschwört habe. Hey, so würde ich sie aber nicht nennen. Sie... Au! Könnte... dir das übel nehmen. Was ist mit dir passiert? Oh, ich werde dir sagen, was passiert ist. Ich ging in den Club 41
um diese Vorladung deiner besseren Hälfte zu übergeben und sie warf mich schnurstracks aus der Bar. Autsch. Wenn du die Banshee auf dem Stand willst, musst du sie schon selbst bedienen. Na dann, solltest du mich aber auch wieder rauslassen. Ah, macht er automatisch schon. Ja, finde ich gut. Oh, ich hoffe nur, der Doktor kann meinen Kiefer wieder richten. Dann wachst du wahrscheinlich ohne Kiefer wieder auf. Eieieiei. Oh je, Elaine. Und morgen. Was zum... Ah, Ladies Night. Guybrush, deine Frau hat den Verstand verloren. Und du wirst gleich einen Körperteil verlieren, du Seekuh. Elaine, Zuckerkeks, hören wir mit dem Streiten auf und diskutieren das bei einem schönen kalten Grog. Entweder ihr Kopf oder deiner bilden, Junge. Oder ihr beide könnt dieses Missverständnis allein klären. Ich bleibe hier drüben und bewundere die Fähigkeit meines Kopfs, am Hals befestigt zu bleiben. Wir bräuchten unbedingt den Schwamm. Aber was haben wir da? Wir haben einen Papierstreifen, das ist neu. Ein Rezept für etwas namens Fat Island Fuzzy Nostril. Okay, was ist, kannst du da was genaueres sagen? Scheint ganz einfach zu sein. Ja, und wie? Scheint ganz einfach zu sein. Oh, hallo Frau Krebs. Hey Krebs. Was willst du? Du bist doch nicht verärgert wegen der Gerichtsverhandlung, oder? Warum sollte ich wohl auch darüber verärgert sein, dass ich mich selbst beim Streben nach einer überfälligen Vergeltung abscheulich entstellt habe und diese dann im letzten Moment mir grausam vor der Nase weggeschnappt wurde? Kleiner Moment. Da hat sich was wieder im Kopfhörer verabschiedet. Ah, da ist er wieder. Da hat sich jetzt irgendwie wieder auf einmal wupp und irgendwie ein komisches Geräusch und weg war's. Ah, ich weiß nicht. Habe ich in letzter Zeit häufiger habe ich das Gefühl. Dein Streben nach Vergeltung betreffend. Ich fürchte, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Du erinnerst dich nicht? Wie kannst du nur vergessen, dass du mein Marlin-Fangschiff vor der Küste von Snork Island versenkt hast? Oder die Zeit, die ich dank deiner kleinen Wunder auf Wurtling Shores verbrachte? Vielleicht habe ich zu oft einen auf den Kopf bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie in meinem Leben an einem dieser Orte war. Geschweige denn, dass ich dort solche Dinge vollbrachte. Nun, du erinnerst dich vielleicht nicht an die Bootsfrau Catherine C. Krebs. Aber du kannst dir sicher sein, dass ich den Namen Guybrush Q. Threepwood immer auf meiner schwarzen Liste haben werde. Warte mal, hast du gerade Guybrush Q. Threepwood gesagt? Ei, und aus meinem Mund kam noch nie ein schmutzigerer Name. Aber das ist der falsche Name. Ich bin Guybrush U. Threepwood. Was? Ja, deine kleine Vendetta sollte sich gegen den anderen Guybrush Threepwood richten. Ich hätte selbst drauf kommen müssen. Schließlich ist das nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ich bekomme gelegentlich sogar seine Post. Ja, es gibt also noch einen anderen Guybrush Reboot. Okay. Du bist doch nicht wirklich verärgert, dass du dein Bein abscheulich entstellt hast, in der Absicht, unheilvolle Vergeltung am falschen Ziel zu erlangen, oder etwa so? Anscheinend doch. Sag mir, tat es sehr weh. Was soll weh getan haben? Als du vom Piratenhimmel gefallen bist. Oh. Nein, aber das hier wird... Au. Halt dich von Guybrush fern, du Meereshexe! Hex! Oh Mann. Die zwei. Zumindest sind sie jetzt woanders. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Elaine und Morgan haben anscheinend aus deinem Buffet eine Sauerei gemacht. Was? Diese Unordnung? Pshaw, mein Junge! Das ist nur das Ergebnis unseres allwöchentlichen Buffets für Ladies Night.
Unsere Piratendamen sehen vielleicht zierlich aus, aber stelle dich bloß nicht zwischen sie und unsere bodenlose Salatschüssel. Morgan, was machst du denn da? Oh, frag nicht mich. Frage deine verrückte Frau. Ich werde dich abstechen, du Flitten der Meere. Meine Damen, bitte. Es gibt genug Guybrush Threepwood für alle. Aber nicht, wenn ich mit dir fertig bin. Ich sei nicht so von dir überzeugt, Threepwood. Hey, Morgan. Ich glaube, du verlierst an Schärfe. Ich zeig dir gleich scharf. Wow! Elaine, Honigbär, Morgan bellt nur und beißt nicht. Du willst beißen? Kein Problem. Das Bellen kriegst du kostenlos. Wow! Könnt ihr beide nicht einen schönen Brogatini trinken und darüber reden? Der Guybrush Threepwood lädt mich auf einen Drink ein? Über deiner Leiche, Schlampe! Wen nennst du da Schlampe, du Hausfrau? Oh, Junge. Sollen wir das mal probieren? Elaine, du solltest wissen, dass Morgan und ich gemeinsam ein paar Nächte in einer Seekuh verbracht haben. In einer was? Du bist ein Hund, Guybrush Threepwood! Okay, mit den Zweien kriegen wir ja immer die Gegenseite ein bisschen zum Vorteil. Wow, Morgan, du kannst gut mit deinem Schwert umgehen. Oh ja? Mit was kann sie noch gut umgehen? Das brauchen wir wahrscheinlich für später irgendwann. Okay, ich werde mir was Schlaues überlegen. Versucht bitte, euch in meiner Abwesenheit nicht umzubringen. Die Einladung können wir wahrscheinlich nicht so über die Vorladung. Hey, Liebling. Was? Könntest du das nehmen? Nur, wenn du das nimmst. Okay. Ich glaube, oh, gab's die Toilettentür hier schon immer? Kann mich nicht erinnern, dass hier eine Toilettentür war. Hm. Besetzt. Entschuldigung. So, was haben wir denn da hinten noch alles? Haben wir da aber noch was Neues jetzt? Sieht nicht danach aus, aber wir könnten vielleicht mal mit... Oh doch, er hat wieder Dartpfeile hier. Seht ihr das? Hey, WP! Kapitän Threepwood, was kann ich für Sie tun? Scheinbar kommt die Ladies' Night langsam ins Rollen. Das rollt ein bisschen zu heftig. Diese wild gewordenen Weibsbilder haben fast alle meiner qualifizierten, trinkfesten und spendierfreudigen Piratenjunggesellen vertrieben. Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Dartpfeile für einen Augenblick ruhen zu lassen? Nicht mehr in Ihrem Leben. Ich muss vor dem wichtigen Turnier morgen Abend noch die Trainingseinheiten einer Woche absolvieren. Und wer weiß, wie lange mir diese Teufelsbraten noch vom Hals bleiben. Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf's denn sein? Noch ein paar Vulkano-Shots? Wie wär's mit noch ein paar Vulkano-Shots? Tut mir leid. Nur eine je Kunde. Ja, und die anderen brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Okay. Oh, da liegt auch noch ein Zuckerzack. Das ist auch neu. Wonach ich schon lange gesucht habe. Ein mit Ameisen verseuchter Zuckersack. Ja, das musste sein. Brauchen wir vielleicht für dieses Nostril-Rezept. Eventuell. Okay, aber ich glaube, wir sind erstmal hier fertig, oder? Ich werde nicht gehen, bis ich Ihnen diese Vorladung überreicht habe. Nein, wir sind tatsächlich, wir kommen hier gar nicht raus. Elaine und Morgan. Was? Diese Unordnung? Pschau! Können wir vielleicht diese Dings an ihn geben? Dieses Rezept? Können Sie mir einen dieser Fat Island Fuzzy Nostrils mixen? Zu Befehl, Kapitän! Während Sie den machen, werde ich einfach... Schon auf den Tisch! Ein Fat Island Fuzzy Nostril! Mit reichlich Fass! Das war unglaublich schnell. Ah, Trankopfer!
Haha, gib's mir! So, und jetzt kommt sie wieder raus. Okay, und jetzt kämpft sie wieder da vorne. Eklige Pfütze. Was war denn das? Haben wir was Neues im Inventar? Guybrush, du hast da was am... Hey, was ist dieses Stück Papier, das an meinem Stiefel klebt? Das ist ein Rezept für einen Drink namens Tri-Island Tuna Colada. Sieht kompliziert aus. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich an die Dartpfeile kommen und mit dem Dartpfeil auf Elaine schießen, also die Einladung auf die Dartscheibe stecken und dann mit der Ting. Könnte ich mir jedenfalls vielleicht vorstellen. Ja. Schauen wir mal, wie das geht. Vielleicht ist der nächste Dings ja... Wahrscheinlich müssen wir es erst wieder aufs Buffet locken. Dann können wir den nächsten Trink machen und vielleicht kommen wir dann an die Dartpfeile ran. Schauen wir mal. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.